Ich finde, die Politik muss in die Zukunft schauen. Unsere Aufgabe ist nicht einfach, es weiter so zu verwalten, sondern unsere Aufgabe als Politiker ist, nicht nur die Kunst des Möglichen zu betreiben, wie man das der Politik immer zuschreibt, sondern unsere genuine politische Aufgabe ist eigentlich aus meiner Sicht, das Unmögliche möglich zu machen. Das heisst, den Denkrahmen zu verändern. Das heisst, möglich zu machen, dass man aus dem Trott, aus den Sachzwängen, wo man sich drin gefangen fühlt, vielleicht mal einen Befreiungsschlag wagt. Dass man es merkt, man kann, wenn man zusammensteht und diskutiert und vielleicht selbstverständlich einmal hinterfragt, gibt es plötzlich neue Optionen für die Zukunft. Und in dem Sinn, ja, das ist ein Wagnis. Und ich finde ganz wichtig, dass wir in der Schweiz nicht nur uns quasi in Dickelposition oder in Schneckenhäuschen zurückziehen und sagen, es ist eine schwierige Situation, wir haben vieles, was auf dem Spiel steht, sondern dass wir das als Chance für einen Wandel verstehen, wo man alle Menschen mitnimmt in dem Land.